An diese Gemeinschaft, die in diesem Augenblick die ganze Nation repräsentierte, richtete der Reichsminister 10 Fragen. Die Engländer behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Wollt ihr den totalen Krieg? Überhaupt erst vorstellen können. Das Merkwürdigste an der Goebbels-Rede und an der Veranstaltung, die wir gesehen haben, ist, dass sie an der deutschen Kriegsführung überhaupt nichts änderte. Goebbels schloss mit den Worten: Nun Volk, steh auf, nun Sturm, brich los. Aber kein Volk stand auf und kein Sturm brach los im Februar oder März 1943. Es war ja eine merkwürdige Periode in der deutschen Kriegführung. Die Zeit der Siege war vorbei. Die ersten Katastrophen hatten sich abgespielt, Stalingrad, Allermain. Aber die Niederlage war noch weit entfernt. Es war also weder der Siegesjubel, der übrigens auch in den siegreichen ersten Jahren immer merkwürdig gedämpft geblieben war, noch war es die Stimmung heroischer Verzweiflung, die man 1944 im Herbst mit dem Volkssturm, mit dem Fronteinsatz der Hitlerjugend eben mit diesem letzten Aufgebot machen wollte. Es war im Grunde genommen eine ruhige Zeit, eine nicht sehr fröhliche, eine gedrückte Zeit, aber in der das Schlimmste noch nicht nahe war. In diese Zeit passte die Goebbels-Rede eigentlich überhaupt nicht hinein. Und man weiß ja, dass er zu der Versammlung sehr ausgesuchte Leute bestellt hatte, darunter auch Schauspieler, und dass das Ganze eigentlich mehr ein Spektakel, eine Bühnendarbietung war, als eine wirkliche Volksversammlung, in der Goebbels, so wie früher manchmal Hitler, die Massen wirklich hingerissen hätte. Sie waren eigentlich, und das hat man dem Jubel auch etwas angehört, es waren nur gutwillige Statisten, die ihr Bestes taten, wie es von ihnen erwartet wurde. Warum dann aber diese ganze Veranstaltung? Was hatte Goebbels damit vor? Was bezweckte er? Er war ja kein Dummkopf. Darüber lohnt sich nachzudenken. Und dabei muss man ein bisschen über die Rolle Goebbels in der deutschen Kriegführung nachdenken. Goebbels war ja kein wirklich für die eigentlichen Kriegsmaßnahmen maßgebender Mann. Die militärische Führung lag sehr fest bis in die unteren Formationen hinein in Hitlers Hand. Die Rüstungsindustrie wurde von Speer sehr tüchtig mit großem Effekt betrieben. Die Polizei, die dafür sorgte, dass niemand unbedachte Worte sprach oder gar ungewollte Taten beging, lag bei Himmler ebenfalls in festen Händen. Goebbels hatte nur Propaganda zu machen. Und das war eigentlich im Kriege merkwürdigerweise weniger wichtig geworden als vorher. Im Kriege musste jeder tun, was ihm befohlen war, und tat es auch mit einer gewissen stoischen Tapferkeit, ohne Begeisterung. Und die Begeisterung konnte auch Goebbels nicht wecken. Was wollte er also? Man könnte vielleicht denken, dass er mit der Versammlung und dem großen Jubel über den totalen Krieg die wirklich maßgebenden Kriegsführungslenker beeinflussen wollte. Es ist bekannt, dass Hitler immer Wert darauf legte, dass die Heimatfront möglichst wenig vom Krieg merkte. Zum Beispiel die Lebensmittelversorgung war, ganz anders als im Ersten Weltkrieg, während des ganzen Krieges in Deutschland recht zufriedenstellend. Die Hungerjahre kamen nachher. Goebbels wollte etwas anderes. Er wollte einen Krieg, der sich mehr sichtbar auch in der Heimatfront abspielte. Aber warum wollte er das? Im Grunde genommen war doch Hitlers Politik, die Heimatfront sozusagen bei guter Laune zu halten, viel erfolgreicher und viel richtiger. Und da kommt man auf etwas Merkwürdiges bei Goebbels.
Nämlich gerade in etwa dieser Zeit, als sich die Niederlage langsam abzuzeichnen begann und für einen starken Intellekt wie den von Goebbels bereits sichtbar, vielleicht bereits unvermeidbar wurde. Gerade in dieser Zeit wechselte er nämlich innerlich den Adressaten seiner Propaganda. Lassen Sie mich das etwas klarer machen. Der Adressat der Goebbelschen Propaganda waren ja die deutschen Massen, die durch eine geschickte Manipulation von Wahrheit mit ein bisschen Lüge immer das denken sollten, was in den Rahmen des Regimes passte. Nun, die deutsche Mehrheit zu beeinflussen, hatte jetzt keinen besonderen Zweck mehr. Sie tat ihre Pflicht sowieso und den Sieg erkämpfen konnte sie damit auch nicht mehr. An wen Goebbels sich jetzt wandte, für wen er jetzt anfing, Inszenierungen zu machen, das war die Nachwelt. Goebbels hat etwas später allerdings im Winter 44-45 mehrmals in seinem Kreise unter seinen Mitarbeitern gesagt, bedenken Sie, dass Sie in einem Film spielen, der in 100 Jahren Premiere haben wird. Goebbels war ein Mann, der Geschichtslegenden liebte und damit umzugehen wusste. Und meine Theorie ist, dass er mit einer Veranstaltung wie dieser, der ja noch manches folgte, anfing, bewusst eine Geschichtslegende zu inszenieren, die in 100 Jahren aus dem verlorenen Deutschen Krieg eine Heldenlegende machen würde, und zwar eine Massenheldenlegende. Man muss davor einen gewissen Respekt haben. Während zum Beispiel Hitler ja in den letzten zwei Kriegsjahren immer mehr unsichtbar wurde, hielt sich Goebbels wirklich im Vordergrund. Solche Massenveranstaltungen hat es noch mehrere gegeben. Er hat auch, als die Front nach Deutschland rückte, zu Truppen gesprochen. Er war im bombardierten Berlin da und er besichtigte die Bombenschäden und die Bombengeschädigten. Er war auf seine Art ein tapferer Mann, aber ein tapferer Mann im Dienste einer Legende. Man kann auch, wenn man fair verurteilen will, sagen, einer Lüge.